Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Pruttig Franke, mehr als nur ein Ort. Heute sind wir mal im Nachbarort in Ernst im Weinmuseum Pollmanns. Neben mir ist der Philipp, Mitbesitzer des Weinmuseums. Denke ich mal, kann man so sagen, oder Philipp? Ja, ja. Familienabgestellter. Familienabgestellter, auch schön. Philipp, was erwartet den Touristen, den Einheimischen hier bei euch im Museum? Wir haben hier auf 4 Etagen verschiedene Sachen ausgestellt. Auf der ersten Ebene fangen wir an mit Traktoren und Feuerwehrautos. Dann haben wir auf der zweiten Ebene eine Weinbau nachgestellt, wie das früher war in den 50er, 60er Jahren. Ich unterbreche mal gerade. Bilder davon seht ihr im Hintergrund eingeblendet natürlich. Und der Philipp darf weiter erzählen. Ja. Dann geht es weiter mit einem Gewölbekeller. Kapseln, Füllen, Etikettieren, alles was dazugehört. Dann haben wir ein kleines Kino, wo alte Weinbaufilme laufen, die auch hier in der Mosel gedreht worden sind, allerdings Stummfilme. Dann kommt eine Holder-Ausstellung mit einer der größten, die in Deutschland gibt. Dann haben wir auf der nächsten Ebene eine verschiedene Berufe nachgestellt, von Schmied, Schuster, Schlosser, Holzverarbeitung, dann verschiedene Wohnräume wie Waschküche, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Auf der vierten Ebene befindet sich dann eine Ofenausstellung mit rund 40 Öfen. Okay. Wie kam diese Idee dazu, diese Ausstellung hier ins Leben zu rufen? Die Idee ist über die Jahre hin gewachsen, weil der Vater schon seit 15, 20 Jahren Traktoren sammelt und hat halt immer mehr Boden. Und irgendwann war die Garage voll und dann fängt man an, Witze zu machen, wie kannst ja bald mal Museumhof machen. Und daraus ist die Idee dann gewachsen und entstanden und dann haben wir irgendwann wirklich ein Museumhof gemacht. Okay. In diesem Museum kann man auch noch mehr. Jetzt gibt es noch ein Bistro dazu. Da gibt es moselische Spezialitäten von euch? Ja, wir haben noch ein Bistro mit um die 80 Innensitzplätze und doppelt so viel außen, wo man dann auch nach oder vor dem Museumsbesuch oder auch unabhängig vom Museum Kaffee, Kuchen oder auch essen kann. Okay. Liebe Zuschauer, Sie haben jetzt einiges gesehen, aber am besten ist es, ihr kommt, wenn ihr hier an der Mosel seid, einfach mal nach Ernst. Besucht den Philipp hier oder einer seiner Mitarbeiter und schaut euch die ganze Geschichte selbst an. E-Mail-Adresse bzw. Internetadresse ist gerade unten eingeblendet, könnt ihr sehen. Und macht euch ein eigenes Bild, kommt vorbei. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen oben da. Und ihr wisst, unten rechts in der Ecke könnt ihr den Kanal abonnieren, für weitere Folgen zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pruttig Franke, mehr als nur ein Ort. Tschüss.